erstmal, bevor ich in die Festung reingehe. Ah, also hat uns Cassandra endlich gefunden. Du kennst mich und du kennst sie. Das ist Antusa. Wir sahen, wie du den Gläubigen beim Tempel der Aphrodite halfst. Du hast dich als Freundin erwiesen. Hörst du, Ikaros? Ihr Auge ist scharf wie deines. Außerdem ist auch noch jemand für dich eingetreten. Überraschung! Phoebe! Aspasia schickt mich. Ich arbeite jetzt für sie, weißt du noch? Aber wieso hier? Korinth ist nicht sicher. Ich musste Antusa erzählen, dass du kommst. Ich habe ein neues Wort gelernt. Botschafterin. Das bin ich. Und nun haben Cassandra und ich uns getroffen. Siehst du? Ganz einfach. Und jetzt kann ich dir helfen. Das wäre sehr gut. Ich denke, das wäre in Ordnung. Wer weiß, was auf mich zukommt. Die Kleine ist tough. Ja. Und die mache ich mir keine Sorgen. Pass gut auf dich auf. Wir sollten hineingehen, Cassandra. Mache ich mir keine Sorgen. Wir sind nicht die Einzigen mit wachsamen Augen. Komm mit mir. Kann ich mitkommen? Solange du still bist. Na gut, wahrscheinlich wäre das jetzt nutzlos, dass ich den Tempel da vorher alles ausgekundschaftet habe, um da reinzugehen, weil musste ich ja nicht. Was ist der Anlass deines Besuchs? Akibia, das erzählte mir von dir. Hat er das? Erzähl weiter. Ich suche nach einer Spartanerin. Sie lief davon, vor langer Zeit. Vielleicht kennst du sie unter dem Namen Myrine. Wer ist das? Sie ist meine Mutter. Deine Mutter? Du hast keine Mutter. Markus meinte, er hätte dich aufgezogen. Was sagte ich noch zum Thema Stillsein? Verstehe. Wir haben später mehr Zeit für deine Fragen, aber nicht jetzt. Also, hast du von ihr gehört? Einverstanden, solange du mir am Ende erzählst, was du weißt. Du musst mir vertrauen. Wo ich bin, kommt niemand ohne Glaubwürdigkeit hin. Du hast mein Wort. Und du kannst Cassandra immer vertrauen. Warum gehst du nicht spielen, Phoebe? Lass mich mit Antusa reden. Wie du meinst. Ich schlage einen Handel vor. Hilf mir. Hilf uns, stärker zu werden. Stark genug, um den Höker endgültig loszuwerden. Ein einfacher Handel, sei unbesorgt. Ach komm, ich bin mal so. Solange du mir gibst, wonach ich suche, werden wir uns gut verstehen. Verhandlungen erfordern immer Kompromisse, wie du weißt. Kompromisse sind das eine, Betrug das andere. Jo. Dann sind wir im Geschäft. Nun, hast du vom Höker gehört? Ja. Den mache ich mir keine Sorgen. Ich hörte von ihm, nachdem ich seine Männer tötete. Er scheint berühmt zu sein in Korinth. Aber nicht wegen guter Taten. Sein Messer hat viel korinthisches Blut vergossen. Aber so ist das beim Handeln. Es gibt böses Blut zwischen uns. Dann hast du dich gut behauptet. Du bist nicht tot. Naja, noch nicht. Er hat genug Schläger für eine kleine Armee. Sie greifen jetzt die Menschen auf der Straße an. Uns eingeschlossen. Er bringt Hetären um? Umbringen? Wir sind zu klug dafür. Aber es muss etwas geschehen, bevor es dazu kommt. Ich bin nicht die Einzige, die Hilfe braucht. Meine Mädchen, Damales und Irina, auch sie leiden. Wegen des Hökers? Das bezweifle ich nicht. Unternimm etwas gegen ihre Angreifer und dann wird er leiden. Damales ist dort beim Brunnen. Aber Irina ist im Garten des Bellerophontes. Was ist Irinas Problem? Was plagt Irina? Sie sucht nach Clio, einer Hetäre, die verschwunden ist. Ich bin leider zu beschäftigt, um bei der Suche zu helfen. Was ist Damales Problem? Hat Damales erzählt, was los ist? Sie hat nicht viel gesagt, aber ich kenne diese Frauen so gut wie mich selbst. Irgendwas stimmt nicht. Ich rede mit ihm. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Gut. Der Höker füttert seine Schläger mit den Drachmen, die er durch Schmuggel verdient. Hauptsächlich Waffen. Und das ist umso lukrativer nun, da er am Krieg mitverdienen kann. Wenn jemand also die Lieferungen an den Höker unterbricht, hungern seine Männer. Ganz genau.
Statte seinem Lagerhaus beim Hafen Lecheon einen Besuch ab und brenn seine Fracht nieder. Alles. Das Chaos erledigt dann den Rest. Was will der Höker von dir? Warum raubt er Leute aus, die selbst kaum Drachmen haben, wenn er ein Geschäft hat? Es ist nicht recht, aber es macht reich. Der Schmuggel ist ein Scheingeschäft. Er stiehlt Sklaven, Unschuldige, die du verschonen solltest. Aber seine Schläger sollen brennen. Warum das Lagerhaus niederbrennen? Seine größte Einkommensquelle zu verbrennen klingt, als suche man förmlich Ärger. Ich will doch meine neue Kämpferin vorführen. Außerdem versteht er nur Gewalt und sonst nichts. Ich kenne viele Leute, die diese Sprache sprechen. Dann soll das Lagerhaus brennen. Besser beschlossen, um Mädchen zu finden? Alter, die EP! Komm, mach ein Level up! Mehrere Quests. Ich liebe sowas! Nee, ernsthaft, ich liebe es, wenn ich nach einer Quest mehrere Quests kriege. Sprich mit Damales. Der ist gleich in der Nähe. Komm, dann machen wir das. Vielleicht müssen wir ja doch da rein. Wir müssen bestimmt auch noch den Anführer töten, was wir fast überall immer noch machen mussten. Bist du hier, um uns zu helfen, Söldnerin? Du siehst nicht aus wie eine Spionin des Hökers. Ich bin eher gerade heraus. Gibt es hier ein Problem mit dem Höker, Damales? Möglich. Einer meiner Freier ist anders. Freier? Er war vorher ein netter Mann, aber jetzt ist er böse. In Korinth scheint es nicht mehr viele nette Menschen zu geben. Warte mal, hier, jemand mit Muskeln muss herausfinden, was hinter der Wandlung steckt. Sind Prostituierte? Ah, jetzt verstehe ich. Was hat er denn getan? Er scheint dich zu ängstigen. Er fragt mich Dinge, auf die ich keine Antwort weiß. Über Drachmen, wo wir unser Geld lagern, worin Anthusa investiert. Als wären wir Athener-Aristokraten. Könnte Anthusa eingreifen? Ich bin nicht naiv. Wenn ich die anderen informiere, wird er sich die als nächstes vornehmen. Tut er vielleicht ohnehin. Klingt, als wolle er antworten. Wie war es vor der Veränderung? Wie war er denn vorher? Besessen, aber nie bedrohlich. Er fiel im Symposium nie auf, bis er die Drachmen für sich arbeiten ließ. Irgendetwas gab ihm das nötige Selbstbewusstsein. Ich rede mit ihm. Ich finde heraus, was er dazu zu sagen hat. Wenn er sich nicht hier herumtreibt, ist er in seinem Haus. Ich will, dass das endlich ein Ende hat. In Anwesenheit meines Speers entdecken die Menschen ihre Liebe zur Wahrheit. Ich spreche mit ihm. Woher habe ich eigentlich die Amazonenrüstung? Das Gebiet wird sicher. Ich hätte nämlich gern noch den anderen Rest dieser Rüstung. Aber ich glaube, den bekomme ich. Ich will in die Festung rein, aber ich muss noch nicht. Und wenn ich nicht muss, dann gehe ich da auch nicht rein. Ich mache lieber sowas während einer Quest. Oder wenn ich hier in Korinth nichts mehr zu tun habe. Dann muss ich die halt später nochmal analysieren. Dann ist auch der eine Typ nicht mehr da. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich muss... Gib dich zum Haus des Feuers. Ich muss da eh runter für die ganzen Aufgaben. Okay. Warte mal, hier gibt's doch irgendwo noch eine Seilrutsche, die ich benutzt habe. Ich geh doch nicht den ganzen Weg da wieder runter. Ich will die Seilrutsche benutzen. Das war cool. Da ist sie. Ah.
kann ja noch eine Quest annehmen, wobei. Schöne Aussicht. Sie wurde gerade noch schöner. Ich hatte gehofft, dich wiederzusehen. Alcibiades, was machst du außerhalb von Athen? Jemand wie ich ist immer in Bewegung. Ich lege mit meinem Schiff in jedem Hafen an. Da bin ich sicher. Wenn du nicht nur wegen der Aussicht hier bist, habe ich einen Auftrag für dich. Dieses Paket hier muss unbedingt den richtigen Empfänger erreichen. Es ist nicht von mir, sondern von einem Mann namens Diodoros. Ich überbringe das Paket. Ich helfe dir. Ist es nur diese kleine Schachtel? Man soll nicht immer nur nach der Größe gehen, weißt du? Ein kleines Ding kann trotzdem groß bewirken. Auch wenn ich den ein bisschen widerlich finde. Ich finde ihn auch so genial. Seine Wortwitz. Der hat nur Zweideutiges. Nur Zweideutiges. Du sagtest, das Paket sei nicht von dir. Warum hast du es dann? Sagen wir, es fiel mir einfach in die Hände. Diodoros bat mich um Hilfe, so wie ich jetzt dich um deine Bitte. Warum überbringt dieser Diodoros es nicht selbst? Du bist sehr neugierig, nicht wahr? Es gibt nicht auf alles eine Antwort. Manchmal sind Dinge einfach, wie sie sind. Du bist weit gereist. An welchem Ort bist du am liebsten? Oh, eine persönliche Frage. Interessant. Die Welt ist voller wunderbarer Orte. Ein Lieblingsort wählt sich so schwer wie eine Lieblingshetäre. Ich könnte einen nennen, doch die Antwort ändert sich mit meiner Stimme. Nun gut, wem soll ich das Paket überbringen? Es gibt einen Mann namens Bardas bei der Festung von Korinth. Er ist eine ihrer stärksten Ressourcen. Und ich sage ihm nur, es ist von dir? Nein, Diodoros. Vergiss das nicht. Diodoros. Okay, der ist hier. Ich wollte eigentlich hier runterjumpen, aber okay, machen wir das erst. Weil sonst ist es ein ewiges Hin und Her und... Jetzt kann ich in die Festung. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Die Leine, und zwar zügig. Tatsache ist, analysiert wirklich die Gegner auch mit. Theoretisch hätte ich ihn auch kicken können, aber... Ich kann ihn noch runterschmeißen. Netter Bogen. Mehr Pfeile. Pfeile sind immer gut. Das ja.
Ja, noch ein weiterer analysiert. Was war das? Komisch. Ich sollte mal nachsehen. Ja, komm. Komm her. Ich kann nicht weiter. Hey, komm zu mir! Och, komm. Was? Hast du schon vergessen, dass ich auf dich hier warte? Nein! Wenn er sich umdreht, versuche ich mal dahin zu gehen in die Nähe. Ich sehe besser mal nach. Ja, mein Kick habe ich übrigens ja verstärkt. Sorry, aber du greifst mich an. Was? Nein! Na, was machst du da? Du bist doch... Ach, dann eben so. Tschüss. Der hat das überlebt! Der hat das... Alter, der Kick ging nach... Scheiße. Oh Gott, hey! Warum hilfst du den Tricks? Oh ja, was ist schon wieder Cassandra? Ja, wir werden verfolgt. Ach, ist das geil. Ich greif deinen an. Halt
100% sehen nämlich gleich. Aber ich entferne mich jetzt ein bisschen von der Festung. Das Schöne ist, dass die Gegner ja tot bleiben, die ich getötet habe. Denn ich beende den Stream an der Stelle. So.